Belgische Firma entwickelt erste E-Zigarette zum Selbstdrehen. Das Produkt, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, richtet sich vor allem an Freigeister, Studenten und Raucher mit kleinem Geldbeutel, so der belgische Hersteller Smokey. Ein Päckchen der neuen Zigarette besteht aus rollbaren Blechplatten, einem Akku und einer Handvoll roter LEDs. Bis zu 500 Mal sollen sich die Einzelteile wiederverwenden lassen, die dazu nach jedem Rauchen bequem auseinandergebaut werden. Der Hersteller hat bereits bekannt gegeben, an weiteren Produkten wie E-Schnupf und E-Kautabak in verschiedenen Geschmacksrichtungen zu arbeiten.